Ich mach mal. Ich mach mal, ist schon okay. Ja. Die sind so verdammt schwer zu treffen, die Viecher. Glaubt man gar nicht. Deswegen ich mit der Waffe im Hintergrund stand. Ja, das ist doch gut so. Ich konnte aber nicht schießen, weil solange du vor ihm standst. Ja, deswegen bin ich ja weg. Hat alles einen Grund gehabt und so. Naja. So. Ich hatte nur gedacht, dass du auch losschießt. Chips hat der eine Affe hier noch dabei gehabt. Bombs. Kann ich auch. Jo. Hier noch Kisten mit einer Lebensspritze und... Eine Lebensspritze? Ja. Hm? Weil man dafür obviously zwei separate Kisten braucht. Ja, das Ding ist übrigens funktionsfähig, wenn du Leben brauchst. Ich brauche immer Leben. Für Bricks und so, ne? Ja. Den Part 5 draus zu machen. Ich brauche eigentlich Leben für Lehmblöcke, weil ich wollte so ein Alloy Furnace machen. Ich auch, ja. Ne, Alloy Furnace, das ist einfach nur Relaxed Furnace, der braucht Lehmblöcke. Nein. Ach ne, der, Alloy Furnace braucht der Blue Bricks. Alloy Furnace war das. Auch nicht, ja. Oder so. Glas. Richtig, Glas. Wann haben wir Rekonstruktionsgerät? Ich finde das schön, wie er deine Daten hat und mich mit deinen Daten wiederherstellt. Ja, sei froh. Wir sind Klone. Stimmt, ja. Ja, ich meine, wir waren auch in derselben, Gefriertruhe, von daher. Ich möchte einige seltsame Phänomene erleben. Ihr Interface der Klasse R hat experimentelle Wahrnehmungsverstärker, die theoretisch psychische Restemanationen entdecken können. Diese Emanationen stammen meist von kürzlich Verstorbenen. Im Volksmund würde man das als Geister bezeichnen. Ich würde das selbsthypnotische Defekte in den Einheiten der Klasse R nennen. Lassen Sie sich dadurch nicht von Ihrem Auftrag abhalten. Man könnte es noch kurz fassen und sagen, Sie halluzinieren. Wollte gerade sagen. Schön, dass ihr es uns jetzt sagt. Eben, nachdem wir es gehört haben. Hat mich schon für verrückt gehalten gehabt. Ja, jetzt wissen wir zumindest, dass wir sind, ne? Ja. Nicht da. Außenrum. Na, komm. So. Ich habe die Kamera auf mich fixiert gehabt. Ja, ist gut. Komm weg. Einer von denen wenigstens. Noch eine? Eigentlich sind hier immer drei Affen, soweit ich weiß. Ich höre noch welche, ja, aber ich sehe keine. Von links. Also hier hinten rechts meine ich. Warum beharrst du auf deiner Einsamkeit? Im Strahlungsgebiet. Da hinten ist noch einer, also den Weg lang. Ja. Was wie wo? Da irgendwo. Wie du fliehst. Ja, gut. Ja, Entschuldigung. Dann mach du den kaputt, ist mir auch egal. Du bist nicht mehr da. Wie du fliehst. Das war erstaunlich. Ich bin ja noch nicht ganz fertig. Okay. Kaputt machen! Nein. Eigentlich dachte ich, hier wäre noch eine Kiste irgendwo gewesen. Aber okay. Dem ist nicht der Fall. Was meinst du jetzt erstaunlich? Was? Ja, du sagst immer erstaunlich. Was denn? Ja, dass wir da gerade alle in so einem Eck standen und er einfach keinen Schaden gemacht hat. Hier, der Kerl hier. Ja. Gut. Das war das. Hier drin sind zwar noch Kisten und alles, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist radioaktiv da. Da willst du nicht rein und ich kann nicht hacken. Wer es auch nächste Zeit nicht können sollen. Also, eben. Wo sind denn alle? Das sein? Achtung! Oh, oh. Ich rüste mich meine Zeit in sicheren Räumen aus, ne? Ist okay.
Ja. Wenn du hier einen Kampf um Leben und Tod lieferst. Mensch oh. gegen Affe. Vorsicht. Was ist ein Regentropfen? Tropfen im Vergleich zu potenziellen Bedrohungen. Was ist ein Gedanke? Potenzielle Bedrohung im Vergleich zu einem. Toll. Ja. Unsere Einheit ist voller Wunder. Deswegen solltest du da noch nicht reinrennen. Eine winzige Individualität, nicht einmal erahnen. Ja. Dann blockiere ich mal den Alarm. Wenn wir, wie es geplant war, von der anderen Seite gekommen wären, hätte ich den problemlos ausschalten können. Ja. So. Also, der Alarm wurde verkürzt, man sieht es bei mir noch nicht. Ja. Das wird man gleich sehen. 1. Übrigens, was ganz Wichtiges. Wenn ich jetzt hier auf dieses Teil fixiere, irgendwo. Da oben. Ein Schrott. Was? Wo? Oben in der Leiste, in der Erklärung, kannst du oben ein Schrott lesen, wenn du über das kaputte Geländer gehst. Übrigens waren wir hier in dem Gang hier noch gar nicht. In der ganzen Ecke. Ach ja. Achtung! Ja, dann können wir durch mal so. Oh oh. Muss die Munition wechseln. Alter, wieso treffe ich jetzt nicht mehr? Hallo, hier. Jetzt ist die Tür zugegangen. Ja, das ist aber mich fixiert gewesen. Jetzt hat der eine Schrotflinte. Was? Ich hab dich wieder Schrotflintenheiz angegriffen. Der sieht genauso aus wie der mit der Stange, aber hat eine Schrotflinte. Okay. Deswegen bin ich erstmal auf den zugegangen, bin natürlich außenrum so ein bisschen um ihn herum getänzelt. Und was machte er? Schießt auf mich. Bumm. Weil wirklich die mit und ohne Schrotflinte fast gleich aussehen hier. Hier ist noch ein Raum, der mir recht wichtig ist, weil ich hier Rüstung krieg. Ja. Und ich natürlich nicht. Ey. Du kriegst die Rüstung im späteren Raum, das weißt du. Naja. Dann Pausen 1, ja. Hattest du das nicht schon? Hatte ich schon, ja. Ich auch. Ist zumindest mal weg. Eigentlich kommt hier noch. Da war nichts mehr. Alles weggemacht. Eigentlich müsste da vorne doch eine Halluzination noch erscheinen, oder? Nein. Nein? Achso, das war irgendwo anders, okay. Gut. Dann waren wir jetzt überall. Ja, sieht ja noch aus. Wir rennen erstmal ganz außen rum. Was? Echt? Das ist der Weg, den ich auch sonst gegangen wäre, also. Weil wir hier noch hoch und runter müssen. Richtig. Vielen Dank. Artikel. Sagst du jedes Mal, ich schau jedes Mal nicht hin. Na egal, ich hab's gesagt, das reicht mir. Also wo? Da. Achso, ja. Partikel. Leere Kisten. Schilder. Kannst du uns nicht hacken? Ja, Hacken 1. Reicht doch. Nein. Will ich nicht? Ich muss Tank 2, stimmt. Ich kann damit die, die Rep, die Wart, die Überwachungskameras. Achso. Kann ich damit beeinflussen. Ist auch schön, dass solche Kisten sicherer sind als Sicherungssystem. Mhm. So. Da wollen wir nicht rein. Ja, wo ging's jetzt lang? Weil du weißt, wo es lang ja. geht? Ja. Ach stimmt, hier war noch der andere Weg. Genau. Crewräume. Heilen? Hast du nötig. So.
ist im Crewbereich. Suchen Sie jetzt Dr. Watts Büro. Das ist bestimmt das allererste. Muss einfach sein. Bilder. Nö. Arrrt. Machst du mehr kaputt als ich? Das ist ein Problem. Ja, nö. Eine Pflanze. Was? Ja, du siehst auch kleiner noch aus. Warte, so. Die Texturen sehen voll schön aus von innen. Ja, doch. Nächster Raum. Ah ja, oder auch nicht. Ja. Ja. Nein, hier. Mach mal. Was wo? Ich mach schon, ja. Ich hab das schon. Energie erschöpft. Nein, mein Akku ist alle. Lal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 a. Ganz viel Cola. Naja. Ach komm, lass uns einfach noch ein Lockup spielen, passt schon. Jo, und noch Chips. Wir haben ein Funksignal von der Oberfläche von Tau City 5 empfangen. Ich verhandelte mit Captain Diego von der Rickenbacker und nach einigen zwingenden Argumenten stimmte er zu, zusammen auf dem Planeten zu landen. Stell dir vor, diese geschichtsträchtige Mission kann also noch historischer werden. Erst Kontakt. Und wer wird die Exklusivrechte für alle Medien, Patente und Landschenkungen erhalten? 3 Optimum. Miri, ich hab dir ja gesagt, das würde sich lohnen. 3 Optimum. Und wie es sich für eine normale Bar gehört, liegt ein... drauf. Genau, das liegt jetzt hier oben drauf, weil er mir schon den tollen Witz genommen hat, das hier unten rauszunehmen. Sei leider defekt, deswegen kann ich damit nichts anfangen, aber man hat eben Granaten von dem gekriegt. Ja. Weil es auch so schwierig ist, das Ding zu bedienen. Also, ja, doch. So, hier waren wir, dann weiter. Takt. Die Logs können wir beim nächsten Backtracking wieder abspielen. Und noch mehr Saufzeugs und Kippen. Ah, hier ist eine Kontrollstation, die will ich hacken. Dann tue das. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, aber ich will es mal tun. Im Prinzip ist das einfach dieses Minesweeper-mäßige. Man klickt hier auf die Knöpfe und hofft, dass man 3 in der Reihe kriegt. Mhm. Was dann gar nichts mit Minesweeper zu tun hat, aber trotzdem irgendwie so ähnlich ist. Überwachungssystem deaktiviert. Oh, gut. Ja. Ich hab gedacht, das würde irgendwie was Besseres bewirken, weil man es hacken kann, aber... Die Wachen sind alarmiert worden. Eindringlich. Der Ruhm der Masse verlangt, dass die Wachen vernichten. Are you still there? You oh. Ich hab es schon wieder getan. Anstatt 1 drücke ich immer 2 auf dem Keyboard und dann kriege ich mich wieder gemutet. Ja, das sollte man vielleicht mal umlegen. Ja, oder? Irgendwann mal. Ich habe übrigens, solange sie nicht auf mich fixiert war, einfach mal die Kamera kaputt gemacht. Ja, gut. Was machst du eigentlich da oben in der Ecke? Mich upgraden. Oh, stimmt, in dem Raum war ich hier gar nicht, ups. Ja, das sieht man, dass du hier nicht warst. Mach mir Alk übrigens. Ja, deswegen sieht man's ja auch. Ja, eben. Einfach zu viel Müll hier rum. Genau. Mach mal weg. Wo ich noch bin, ne? Wo ich noch nicht war, meine ich, liegt noch Alkohol rum. Sobald hier irgendwo kein Alkohol mehr liegt, muss ich da gewesen sein. Keine Waffen erlaubst, danke. War was? Ich hab nicht ganz mitgekriegt, worum es geht. Nö, es sind nur keine Waffen erlaubt und man bedankt sich dafür. Achso. Ja, dann, tut mir leid. Ich bin nur ein einfacher Arbeiter. Ich hab nur diesen Schraubenschlüssel. Ja, ich habe nichts anderes. Hack 2. So. Hä, ich hab immer noch 6? Oh, ich hab noch 6 Cybermodule übrig, das wusste ich jetzt nicht. Das ist doch schön. Wartung 2. So. Jetzt sind meine Waffen auch wieder gut haltbar. So, dann haben wir hier alles. Und der Ultra natürlich noch. Kann man ein Upgrade wählen, das hat man einmal und dann nie wieder. Also, ja, klingt falsch. Mhm. Waffenmodifikation, Psy-Experte.
Scharfschütze. Ja. So, gehen wir. Gut. Ich überlege noch, was ich mir nehmen möchte. Weil Psy-Experte habe ich schon nicht so toll, finde ich. Ich bin nicht umsonst Scharfschütze. Psy-Experte ist nicht so toll? Nö. Warum? Brauche ich eigentlich kaum. Weil es nur was mit Belastung bringt. Ach so. Okay. Nämlich das Raumbewusstsein. Karl ist immer voll erforscht. Na dann. Drei Annäherungsgranaten. Wie nett. Ja. Ach, hier in dem Raum warst du schon? Ja. Chips, Chips, Chips. Alk. Noch mehr Alk. Noch mehr Alk. Meine Güte. Bitte. Tolles, tolles Geräusch. Du stehst irgendwas wieder ganz woanders bei mir, aber naja. Ja, das ist... Achso, also. Jetzt bist du hier wieder, okay. So, dann werde ich erstmal das Sicherheitssystem hacken. Die roten Punkte sind übrigens Flächen, die ich nicht berühren darf. Die darfst du schon berühren. Aber die explodieren dann gerne. Ja, wenn sie falsch sind. Sprich schwarz. Ja, eben. Man kann Glück haben und die sind richtig, aber man kann auch Pech haben und dir fliegt das Teil um die Ohren. Hm.